Hallo meine lieben kleinen Minecraft-Wölfe, wir sind wieder zurück bei, genau, Extreme Survival Raft. Und ja, hallo meine lieben Wölfe, kurz mal etwas in eigener Sache. Und zwar möchte ich euch gerne dazu einladen, ich habe ja meinen eigenen Discord, den ich zwar seitdem ich ihn gemacht habe eigentlich so gut wie nie genutzt habe, weil ich meiste Zeit halt auf dem Kollegen-Discord mit unterwegs war und da eigentlich auch als Creator überwiegend aktiv war. Aber ich möchte also mein Discord jetzt auch ein bisschen beleben. Und zwar aus bestimmten Gründen. Wir wechseln mal kurz rüber. Nee, den wollen wir jetzt gerade nicht. So, und zwar, hier haben wir ja mein Discord. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen ausgebaut. Ich möchte hier auch meine Videos posten. Also auf dem Discord werdet ihr denn News über meine Videos, also was die neuesten Videos sind und sowas finden. Ihr könnt natürlich auch Mitspieler suchen. Ihr könnt euch miteinander unterhalten. Ihr könnt euch auch mit mir unterhalten. Aber der Grund, warum ich jetzt nicht mehr unbedingt nur den Discord von einem Kollegen, also von hier dem guten Darovid und seinem Kollegen Mickelchen benutze, ist, ich möchte ein Wurm bei Minecraft gegen Ende des Jahres aufmachen, der denn für die Community ist. Das heißt, da könnt ihr, denn nämlich, wenn ihr bei Discord schon aktiv seid, ich euch ein bisschen kenne, könnt ihr einen Zugang für bekommen und könnt denn da auch mitspielen. So, das ist noch nicht aktiv, kommt erst noch, als Bereich gibt es das noch nicht, aber ihr könnt, wie schon gesagt, auch quatschen und mit anderen Mitspielern spielen. Ich habe hier den Wurm zwar schon erstellt, der da oben ist privat, da kommt ihr nicht rein, das kann ich euch schon mal sagen. Der ist nämlich nur für mich und meine Kids. Aber hier unten, den werde ich auflegen und gestalten, dass wir da zusammenspielen können. Mal sehen, wenn ich dann zu der Zeit auch häufiger Zeit habe, machen wir denn vielleicht sogar das mal so, dass wir dann von dem aus streamen oder kleine Streams machen. So einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat. Auf jeden Fall möchte ich euch nämlich denn hiermit bitten, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mein Content mögt und auch gerne mit mir ein bisschen in Kontakt treten wollt und vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Projekt mitmachen wollt oder mit mir quatschen wollt, mir gerne auch mal Vorschläge machen wollt, könnt ihr gerne auf meinen Discord kommen. Das wäre eigentlich schon alles. Bevor ihr natürlich da hinkommt, lest euch dringend meine Regeln durch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem eigentlichen Video und sage au! Und ja, ich hatte schon gesagt, was ich heute vorhab. Und zwar möchte ich mit euch auf diese eine Insel da hinten, auf etwas weitere Erkundungstour. Wir nehmen dafür das Bettchen mit, falls wir denn doch mal schlafen müssen. Da draußen ist mieses Wetter. Ich pack mal das hier weg. Ich pack mal das hier, das hier, das hier, das hier und das hier weg. Ist alles wertvoll. Fäden sind auch wertvoll. Und selbst Sticks sind für mich wertvoll. So. Ich werde jetzt nach da hinten reisen. Na, Schwein? Ja, ich mache mich wieder auf die Suche nach Karotten. Was ist mit dem? Warum guckst du den so böse an? Okay, ich werde den im Auge behalten. Freundchen, pisst du meine Schweine an, ne? Kitzel ich dich mit Schwert. Ne, nur damit du es weißt. Genau. So, aber das ist nicht das, was wir jetzt eigentlich wollten. Ich habe jetzt ein Bettchen dabei. Ich will ins Boot. Hallo. So, jetzt bin ich da drin. Huch, ich habe mich schon wieder total verfranst hier. So, wir fahren jetzt. Ups. So, wir fahren jetzt darum. Da hinten war das irgendwo. Da war die Insel, die ich hatte. So, ich gehe jetzt in Schnelldurchlauf und dann wollen wir uns da hinten nämlich mal umgucken. Und zwar bei diesem, wo ich meine, die Pilzbäume gesehen zu haben. Bis gleich! Halt, stopp, Leute. Entschuldigung, dass ich meine Schnellfahrt unterbreche. Aber seht ihr auch das da unten?
Habe ich etwa Atlantis gefunden? Oh oh. Was war das denn? Hilfe. Huch. Ich hab. Hilfe. Was war das? Oh. Aber da hinten ist die Insel, zu der ich will. Ich gehe noch mal in Schnelldurchlauf. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, wir sind angekommen. So, und auf. Ich hatte recht, das sind Pilze. Oh, guckt mal, Schafis. Schafis müsste ich bei Gelegenheit auch nochmal mitnehmen, ne? Habe ich meine Leinen noch dabei? Nee, natürlich mal wieder nicht. Ist noch irgendwas hier auf der Insel? Was habe ich denn hier für einen komischen Effekt? Hätten gibt es noch mehr Pilze. Gibt es hier auch irgendwo Kistis? Nee, eine Kiste habe ich jetzt noch nicht gesehen. Oh, Vorsicht, es geht hier runter. Hier gibt es eine Landbrücke. Ist es möglich, dass ich hier vielleicht endlich mal irgendwo ein Dorf oder irgendwas in der Richtung finde? Sodass ich auch an Karotten rankomme? Haben wir noch mehr Pilzbäume? Oh, oh. Zombie! Dö. Oh, jetzt sind die schon zu zweit. So, erledigt. Nee, doch noch nicht. Zack, zack. So, noch ein Zombie erledigt. Leider kann ich hier immer noch kein Dorf oder sowas ausmachen oder irgendwas, wo ich Karotten finde. Hier ist sie denn, Schafi. Schafi, hast du vielleicht irgendwo Karotten gesehen? Naja, weiß ich nicht, ob du so aussiehst, aber fragen darf ich ja wohl mal, oder? Was ist das denn hier? Okay, das ist eine Höhle. Ich glaube, die könnte aber gerade ein bisschen gefährlich sein. Ich bin nicht hier, um Höhlen zu erforschen. Ich suche Karottis! Oh, oh, da ist noch einer! Hilfe! So vielen Zombies muss hier doch auch mal irgendwo was Nützliches sein. Ja, wahrscheinlich kann ich in der Höhle einiges Nützliches finden. Aber irgendwie. Finde ich hier nichts. Der Wald wird zwar immer dichter, aber. Weiß ich überhaupt noch, wo ich bin? Hau ab, Alter! Hau ab! So. Das ist noch einer. Gesagt, hau ab. Da hinten ist noch mehr großes Land. Ich kriege hier einfach keine Karotten zu fassen. Das kann doch nicht wahr sein. Meine armen Schweinis. Hä, wieso kann ich das Gras nicht abbauen? Ah, Mist, ich hab wegen diesem blöden Guardian da Fischi Abbaulähmung. Für wie lange habe ich das denn eigentlich noch? Wo kann ich das sehen? Ah, verschwindet langsam. Eieieiei. Oh, oh, ich muss auch bei Zeiten irgendwie mal gucken, dass ich mein Schwert repariert kriege. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich krieg hier einfach keine. Aua. Keine Karotten.
nicht wenigstens einer von euch blöden Zombies mal Karotten droppen? Mann! Aua! Wo kommst du denn plötzlich her? Oh, meine Güte! Angriff aus dem Hinterhalt! Oh, mein Schwert ist ziemlich angeschlagen. Verdammt. Kam ich von da hinten? Ich weiß gar nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Ich muss hier schnell weg. Oh oh. Schon wieder Zombie-Gegrunze gehört. Also eins steht auf jeden Fall fest, ich war irgendwo hier hinten. Ich glaube, ich habe da gerade eine Spinne gesehen. Oh oh. Enderman. Enderman, bleib weg von mir. Aua. Ja, meine Lieben, da war mir ein kleines Malöchen passiert. Meine externe Festplatte war zu voll. Die Aufnahme ist einfach an der aufregendsten Stelle, abgebrochen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es geschafft, mit einem halben Herz mich vor den Pillagern noch davon zu schleichen. Das war... Hui! Mir ist ganz schön der liebe verlängerte Rücken auf Glatteis gegangen. Das glaubt ihr nicht. Ich dachte, das war's jetzt. Und das wäre das Ende des Projekts. Aber ich hab's denn doch noch zu meinem Floß zurückgeschafft. Und ja, als ich denn eben gerade den Part hier fertig schneiden wollte, habe ich gemerkt, ups, da fehlt was. Naja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu sehr enttäuscht. Ich bin jetzt wieder zurück auf meiner Insel. Ich bin wieder daheim bei Schwien. Der war auch ganz böse. Ja, genau. Weil ich mich in so große Gefahr gebracht habe. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen. So, ich mache jetzt fürs nächste Mal eine Angel fertig. Ich angel ein bisschen. Und auf der einen Insel haben wir ja diese, diese Höhle gefunden. Die werden wir auch nochmal ausleuchten. Ich habe nämlich schon mal ein paar Fackels gecraftet. Und da werde ich mal ein bisschen Eisen besorgen. Und ich hoffe, ich angel denn auch demnächst ein paar gute Bücher und dann kann ich mir ein bisschen Schutz drauf zaubern, so dass ich denn noch ein bisschen besser geschützt bin. Oder werden wir uns vielleicht demnächst mal die Pillager wieder vornehmen? Ja, Schwien, ich werde vorsichtig sein. Ich werde keine unnötigen Risiken eingehen. Jo, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat der Part trotzdem heute gefallen. Wenn ja, lasst gerne noch eine positive Bewertung dort. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und natürlich schreibt mir wieder was Liebes in die Kommentare. Das lese ich immer furchtbar gerne. Gerne auch Tipps, wenn ihr was für mich habt. Leider habe ich für meine Schweine immer noch keine Karotten. Ich habe hier nur Ärger, aber keine Karotten. Ganz, ganz böse Welt hier. Ach so, falls ihr es noch nicht getan habt, ne? Dann guckt da doch mal unter das Video. Da ist so ein komischer Button. Den kann man drücken zum Abonnieren, ne? Und dann am besten noch Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Samstag wieder mit Final Fantasy. Also, bis dahin. Au! Bye, bye! Ups.